Wir kommen zum letzten, vierten Abschnitt dieses Podcasts. Hier will ich Ihnen noch einmal kurz schildern, was Sie denn tun können, bevor und nach dem Versand eines Newsletters. Der erste Schritt ist, dass Sie, nachdem Sie den Newsletter fertig getextet haben, einen sogenannten Spam-Rating-Check machen sollten und natürlich gegebenenfalls entsprechende Korrekturen durchführen sollten. Danach folgt ein Testversand. Dazu komme ich dann auch gleich nochmal im Detail. Dann folgt der eigentliche Versand mit einer Erfolgskontrolle. Und dann ist der letzte Schritt das sogenannte Bounce Handling. Ich werde Ihnen alle vier Schritte noch einmal kurz erklären. Beginnen wir mit der ersten Stufe, dem Spam-Check. Wenn Sie Produkte wie den Webmailer zum Versand Ihrer Newsletter verwenden, haben Sie schon in diesem Programm die Möglichkeit, vor dem Versand Ihren Newsletter prüfen zu lassen. Dort wird Ihnen auf einer Punkteskala das Spam-Rating ermittelt. 5 ist der Schwellwert. Sie sollten allerdings aufpassen, dass Sie nicht über den Wert von ungefähr 2 in der Punktzahl kommen, um sicher zu sein, dass Sie doch bei den meisten Adressaten eine Chance zum Ankommen haben. Ansonsten, wenn Sie den Supermailer nicht einsetzen, gibt es unter anderem im Internet einige kostenlose Dienstleistungsangebote, die Ihnen einen Spam-Check durchführen. Auch hierzu werden wir Ihnen am Schluss dieses Films für längere Zeit einen Link zeigen, wo Sie einen solchen Check durchführen lassen können. Und natürlich stehen wir Ihnen auch gerne mit unserem Ratschlag zur Verfügung. Es ist nämlich nicht immer so ganz einfach, die Spam-Rating-Ergebnisse in konkrete Verbesserungen umzusetzen. Auf jeden Fall sollten Sie nach der Verbesserung einen erneuten Check durchführen. Und manchmal wird es Ihnen nicht erspart bleiben, mit dem Try-and-Error-Verfahren zu versuchen, sich langsam an ein tolerables Spam-Rating heranzutasten. Stufe 2 ist dann der Testversand. Hier sollten Sie sich und eventuell irgendwelchen Kollegen den Newsletter vorab verschicken. Und dann gilt es noch einmal, den Inhalt zu prüfen, die Links in dem Newsletter zu prüfen, die Positionierung der Bilder zu überprüfen. Und das bitte schön nicht nur mit Ihrem Mail-Client, den Sie bei sich im Einsatz haben, sondern auf jeden Fall auch mit Outlook 2007, das da eine Sondereinstellung einnimmt, mit Webmailern wie jetzt zum Beispiel GMX oder Google Mail. Das ist Mindesterfordernis. Eigentlich sollte man darüber hinaus auch noch ein mobiles Gerät wie ein iPhone oder ein BlackBerry zum Einsatz bringen, denn immerhin empfangen doch mittlerweile millionenfach Leser ihre E-Mails über diese Geräte. Wenn Sie Club-Webman-Anwender sind, können Sie sich allerdings auf die Prüfung der Inhalte und der Links beschränken. Für den Rest der grafischen und optisch richtigen Darstellung kümmern wir uns. In der dritten Stufe geht es dann um den Versand. Beim Versand der Newsletter ist es wichtig, dass Sie nach 30 bis 50 Newslettern mindestens 30 Sekunden Übertragungspause machen. Das hat 2 Gründe. Der erste ist technischer Natur und soll verhindern, dass sich durch Überlappung verschiedener Versandaufträge die Mail-Server schlichtweg aufhängen. Der zweite Grund ist, die Spam-Kontrolle beim Versand in den Netzknoten kann feststellen, wenn Sie in kurzer Folge sehr viele große Mails verschicken, und dann ist die Gefahr, als Spammer erkannt zu werden, größer. Mit der Pause erreichen Sie, dass Ihnen diese Bewertung erspart bleibt. Kommen wir zur Erfolgskontrolle. Wenn Sie Ihren Newsletter so wie von mir empfohlen aufgebaut haben, mit kurzen Anreißertexten und einem Mehrlink, der dann auf eine Webseite führt, haben Sie eine ganz einfache Möglichkeit, durch Zählung der Klicks auf diese Links die Erfolgskontrolle, zumindest was die Linkaktivität anbelangt, zu kontrollieren. Natürlich dürfen Sie das nur in anonymisierter Form und nicht auf einer persönlichen Basis, zumindest nach deutschem Recht. Und dann kommt die vierte Stufe, das sogenannte Bounce Handling. Warum kann ein E-Mail bouncen, also zurückkommen? Dafür gibt es 3 Hauptursachen. Ursache 1 ist,
Der Absender hat Ihnen eine Abwesenheitsnotiz geschickt. Diesen Punkt können Sie getrost ignorieren. Es ist ja davon auszugehen, dass Ihr Empfänger zumindest beim nächsten Newsletter auch wieder im Büro ist. Der zweite Grund ist, dass das Postfach Ihres Empfängers voll ist. Auch dies kann man für eine Weile ignorieren, in der Hoffnung, dass irgendwann Ihr Leser dazu kommt, sein Postfach zu leeren und dann auch wieder Post entgegennehmen kann. Allerdings, wenn das mehrfach hintereinander passiert, kann man davon ausgehen, dass es sich hier um ein Postfach handelt, das nicht mehr regelmäßig geleert wird. Beim letzten Punkt, nämlich dem Zurückkommen von Mails, weil die Adresse nicht stimmt, müssen oder sollten Sie zumindest reagieren. Sie sollten solche E-Mail-Adressen aus Ihrem Verteiler löschen. Wenn Sie können, sollten Sie natürlich die neue E-Mail-Adresse versuchen herauszufinden. Das wird aber nicht immer möglich sein. Wichtig ist aber, dass Sie diese E-Mail-Adressen löschen, weil wer regelmäßig viele Mails an Adressaten verschickt, die es nicht gibt, bekommt automatisch ein kleines Sternchen bei seinem Spammer-Rating. Und Sternchen sind in diesem Falle absolut nicht beliebt. Kommen wir zum Fazit in diesem Podcast. Wenn Sie erfolgreich Newsletter versenden wollen, ist es auf jeden Fall wichtig, sich diesen Newsletter professionell aufsetzen zu lassen, damit Sie mit all den technischen Fragestellungen wie valides HTML, Lesbarkeit in Outlook 2007 und Webmailern, Lesbarkeit in mobilen Geräten auf jeden Fall ordentlich gelöst bekommen. Sie selbst sollten bei der Gestaltung der Inhalte des Newsletters auf jeden Fall die 10 Gebote, die in diesem Film genannt worden sind, beachten. Und wenn Sie das ein oder andere vergessen haben, das soll ja mit diesen Geboten schon mal passieren, können Sie jederzeit diesen Teil des Films natürlich noch einmal anschauen. Und ganz wichtig, vor dem Versand das Spam-Rating prüfen. Dazu, wie gesagt, die Möglichkeiten Ihres Versandprogramms nutzen oder aber einen der Dienstleister benutzen. Und schließlich und endlich können Sie natürlich auch jederzeit unter info@gkmb.de Ratschläge von uns einholen. Wir helfen Ihnen gerne. Bevor ich jetzt zum Auf Wiedersehen sage, komme noch der Hinweis, dass am Schluss dieses Films für eine längere Zeit ein paar nützliche Links gezeigt werden, solange, dass Sie eine Chance haben, das ein oder andere für sich zu notieren. Ich bin Joachim Gefgen und ich leite das Club Webman Team. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen.